Vor dem Auswärtsspiel in Rödinghausen blicken wir mal drauf, was Rödinghausen denn so kann und macht und tut und was wir so machen und machen werden. Denn 5 Punkte Vorsprung in der Tabelle, das heißt es zu verteidigen oder besser noch auszubauen. Was gab es sonst noch rund um den Tivoli und was gibt es vielleicht noch Wissenswertes, was dich interessieren könnte? Das gibt es nach dem Intro. Und wie immer vielen Dank an meine Kanalsponsoren für die Unterstützung dieses Videos. Bis gleich. Zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass du hier wieder reinschaust. Nach dem 4:0-Sieg über Gütersloh und dem Patzen der gesamten Konkurrenz sind wir jetzt mit 5 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze vor dem 1. FC Bocholt, dem ersten Verfolger. Jetzt geht's zum SV Rödinghausen und die dümpeln im Mittelfeld herum. Das heißt, bei denen geht weder was nach oben noch was nach unten. Und genau das macht sie so gefährlich, denn sie können befreit aufspielen. Denn das Einzige, was sie noch machen können, ist halt eben uns in die Suppe spucken. Erinnern wir uns kurz zurück gegen den SV Rödinghausen. Das war das Debüt von unserem Trainer Heiner Backhaus. Und da gab es einen 1:0-Sieg über den SV Rödinghausen. Und Torschütze war damals Anton Heinz. Dass wir natürlich im Hecker-Wien-Stadion ein Heimspiel haben werden, das steht außer Frage. Bisher sind 57 Tickets verkauft worden. Es ist ja unser weitestes Auswärtsspiel, was wir zu bestreiten haben. Und es gibt noch um die 400 Tickets noch im Fanshop, die natürlich darauf warten, dass sie unter den Fans verteilt werden. Insgesamt passen in dem Hecker-Wien-Stadion 3140 Zuschauer. Und das heißt, bei gut ein Drittel wird dann von Aachen ausgefüllt sein. Und wenn man sieht, Rödinghausen hat so um die 650 Zuschauer im Durchschnitt. Das heißt, das dürfte dann am Samstag voll in unserer Hand liegen und, wie erwähnt, Heimspiel dann im Auswärtsspiel. Aus den bisherigen 19 Spielen gab es 11 Siege, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen. Und das letzte Spiel in Rödinghausen, das war letztes Jahr am 29.04., da haben wir glatt 5:1 beim SV Rödinghausen gewonnen. Wäre natürlich schick, wenn wir genau das wiederholen könnten, aber da müssen wir mal abwarten, wie die Rödinghausen drauf sind. Simon Engelmann ist natürlich immer brandgefährlich. Auch er war lange verletzt gewesen, ist wieder zurückgekommen. Hat aber noch nicht so durchschlagenden Torerfolg erzielt. Aber man weiß, Simon Engelmann kann aus jeder Gelegenheit ein Tor machen. Die Frage ist auch, Dino Bayric, unser Ex-Alemanne, der im Hinspiel ja noch dabei gewesen ist, ist nicht immer im Kader. Und dann ist die Frage, ist er dann am Samstag mit im Kader? Und wird dann hochmotiviert gegen uns dann auch zu Werke gehen. Oder halt, denkt der Dino sich, lassen wir die Alemannia mal aufsteigen. Rödinghausen hat aus den letzten 7 Spielen 5 Siege geholt, ein Unentschieden und eine Niederlage. Und die Niederlage war dann zu Hause gewesen gegen den Wuppertaler SV. Glatt mit 0:4. Das sollten wir eigentlich auch schaffen. Aber man sieht, Rödinghausen, die Hinrunde nicht so gut abgeschlossen haben, sind eigentlich wieder in der Spur, aber dümpeln im Mittelfeld Platz 9 rum und wie eingangs erwähnt, für sie geht es weder rauf noch runter, das heißt, für sie ist die Saison quasi gelaufen und sie können halt eben nur noch die Großen oder Kleinen dann halt eben ärgern. Wie sieht es bei uns Alemannia aus? Dustin Wilms kehrt wieder zurück in den Kader, seine Verletzung ist auskuriert. Uli Bappo wird wohl etwas dauern, genauso wie Vincent Schaub, wo man auch nicht weiß, wann kehrt er wieder zurück. Aber ansonsten, bis auf die Langzeitverletzten, sind alle wieder fit soweit. Das heißt, auch Lukas Szczepanik wird wohl wahrscheinlich dann im Kader stehen, nachdem er ja schon beim letzten Spiel gegen Gütersloh im Kader gewesen ist, aber nicht zum Einsatz gekommen ist, wird er wahrscheinlich jetzt eine Option sein. Anas Bakhat hat natürlich ein bisschen Probleme gehabt nach dem Spiel, da ist er ein bisschen rumgehümpelt, aber auch das, denken wir mal, wird bis zum Samstag wieder verschwunden sein. Die Spieler haben es erwähnt nach dem Gütersloh-Spiel. Man muss nur noch auf sich schauen, man muss nur seine Leistung abrufen. Und wenn man seine eigenen Hausaufgaben macht, dann dürfte dem Weg nach oben auch nichts entgegenstehen. Und auch Heiner Backhaus hat ja gewarnt, dass er irgendwelche Schlafmützigkeiten oder irgendwelche Unzulänglichkeiten direkt bekämpfen wird. Und das ist natürlich klar, auch er ist natürlich der Antreiber und wird die Mannschaft immer quasi so hochpeitschen, dass das Motivationsniveau immer hochgehalten wird. Denn man hat auch gegen Gütersloh gesehen, gibt man weniger als 100%, dann kann man schon mal in Schwierigkeiten kommen. Und wir haben 11 Endspiele und da müssen wir jetzt alles reinwerfen, damit wir das große Ziel endlich schaffen.
endlich schaffen, müssen wir wieder was in Sachen Bitburger Pokal. Da stehen wir ja im Halbfinale und gestern war dann die Partie gewesen aus dem Viertelfinale Fortuna Köln gegen den 1. FC Düren. Und der 1. FC Düren hat gestern bei Fortuna Köln 3:1 gewonnen. Das heißt, der 1. FC Düren wird dann unser Halbfinalgegner sein hier am Tivoli. Eine gute Kulisse ist garantiert, das ist klar. Und wenn man sich bedenkt, das letzte Aufeinandertreffen, das ja noch gar nicht so lange her ist, aus dem Dezember 2023, da haben wir ja in der 98. Minute die Dürener mit 2:1 bezwungen. Das wird den Dürener noch ordentlich querhängen und sie werden natürlich alles dran setzen, dass sie uns den Bitburger Pokal nicht nur den Freck antun, sondern uns auch wahrscheinlich aus dem Pokal rauskegeln wollen, was natürlich klar ist. Wenn man im Halbfinale steht, dann ist der letzte Schritt zum Finale nicht mehr weit und da wird man alles in die Waagschale werfen. Dann gibt es einige Fans, die sagen, was interessiert uns der Bitburger Pokal, lass uns lieber auf den Aufstieg schauen, aber nein, die Mannschaft will das Double holen und es ist ja ganz normal, der Bitburger Pokal, der sichert den Platz, wenn man ihn gewinnt. Natürlich im DFB-Pokal die erste Runde und das sind wichtige Einnahmen, nicht nur das, was man an TV-Geldern bekommt, sondern ein gut gefülltes Stadion wäre natürlich, verbunden mit einem Drittliga-Aufstieg, fast schon gesichert, dass wir 30.000 Zuschauer hätten und das sind Einnahmen, die kann man sich nicht entgehen lassen und die können wir auch für eine dritte Liga sehr, sehr gut gebrauchen. Sollte es nicht mit dem Aufstieg klappen, hätte man immerhin noch den Bitburger Pokal und das damit verbundene DFB-Pokal Erstrundenspiel. Und ebenfalls auch diese Einnahmen. Ne? Die könnte man natürlich dann auch wieder sehr gut einsetzen für den Spielerkader, noch weiter zu investieren. Aber wie gesagt, die Mannschaft will das Double ja auch holen und es ist ja auch normal, die Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen, weil das andere Halbfinalspiel, das findet jetzt statt zwischen Bonner SC und Blau-Weiß Königsdorf und das sind zwei Mittelrheinligisten und das heißt, in einem Finale trifft man auf einen Mittelrheinligisten. Das heißt, ein Regionalligist, entweder Aachen oder Düren, wird dann im Halbfinale scheitern. Wir hoffen natürlich alle, dass es die Alemannia sein wird, die am Ende im Finale steht. Dann im Kölner Höhenparkstadion, das ist ja der Finalspielort, da müssen wir natürlich alles dran setzen. Das Spiel sollte ja ursprünglich am 12.03. stattfinden, aber da ist die Alemannia Jahreshauptversammlung. Das heißt, da wird kein Spiel stattfinden und stattdessen ist man bestrebt, das Spiel auf das spielfreie Wochenende am 22. oder 23. März zu verlegen. Also entweder freitagsabends Flutlichtspiel oder samstags ein Nachmittagsspiel. Für beide Mannschaften wäre das optimal, denn so bleiben beide Mannschaften im Flow. Das heißt, sie bleiben in Rhythmus, jede Woche ein Spiel. Und da gibt es auch da nichts, wo irgendeine Mannschaft dann halt eben eine englische Woche hat oder so, sondern es wäre ein ganz normales Spielwochenende. Die Frage nach den Tickets kommt ja auch immer auf, die werden auch mir gestellt, aber Tickets wird es natürlich dann geben, wenn der Verband eben diesen Termin bestätigt hat und auch der 1. FC Düren diesem Termin zugestimmt hat und dann, denke ich mal, wird das irgendwann nächste Woche sein, dass es dann die Tickets geben wird. Natürlich, Pokalspiel, das heißt, Dauerkarteninhaber haben keine Zutrittsberechtigung, das heißt, alle müssen sich ein Ticket kaufen und dann sollte man, sobald der Termin fix ist und die Tickets ausgegeben werden, dann sehr schnell sein, weil das Stadion wird wahrscheinlich sehr voll werden. Gestern war ich im Fanshop gewesen und da gab es die Tivoli-Becher, die kennt ihr ja, die kann man da erwerben. Es gibt 26 Stück, das heißt Trainerteam plus Torwart plus unser Athletiktrainer und die kann man erwerben für 3,50 Euro, das ist ja auch nichts Neues und da gibt es eine ganze Reihe von diesen Bechern. Und wenn man alle haben will, dann muss man sich 26 Stück kaufen. Und das macht dann nach Adam Klein 91 Euro, wenn man alle haben will. Muss man sich überlegen. Ich denke mal, wenn wir aufsteigen, dann gehen diese Becher weg wie warme Semmeln. Tun sie eigentlich jetzt schon. Sie werden jetzt schon gut verkauft. Und sind ja auch schön, wenn man das mal sieht. Die könnte man eigentlich auch gut für den Umlauf gebrauchen, wenn man sich in der Pause oder vor Spielbeginn ein Bier holt oder ein Getränk holt. Wäre sowas eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Aber okay, dann haben wir sie jetzt so im Fanshop liegen. Und da ich schon mal im Fanshop war, habe ich natürlich noch weitere Sachen eingekauft. Und dann ist mir aufgefallen, da fehlte ein ganz großes Teil. Wo ist der Mini-Tivoli hin? Das hatte ich am gestern Abend mal auf Facebook eingestellt. Wem fällt was auf? Und natürlich ist den meisten aufgefallen, der Mini-Tivoli ist weg. Da war die Frage natürlich und das Erschrecken groß. Wo ist er denn hin? Ja, er ist erstmal weg und er soll aber unten im Eingang platziert werden, wenn man halt unten reingeht zum Klömmchens Club und zum Tivoli Fanshop unten. Da soll er hin platziert werden und die ASB ist dafür zuständig und es wird wohl noch was dauern, weil natürlich muss dann
der Mini-Tivoli entsprechend abgesichert werden, dass da nicht irgendwelche Leute mit ihren Pfötchen da drauf rum schlabistern und trampeln und was weiß ich nicht alles machen. Das machen ja einige sehr gerne und deshalb muss das Ganze natürlich geschützt sein und da überlegt man sich, wie man es am besten schützen kann. Am besten installiert man noch eine Kamera da unten, denn es gibt ja genug Leute, die meinen, sie müssen ihre Finger dahin tun, wo sie besser nicht hingehören. Da soll es jedenfalls hinkommen. Wann genau, das ist die Frage. Aber jedenfalls, denke ich mal, ist es ein guter Standort da unten, wenn man halt eben zum Klömpchensclub und zum Fanshop da unten reingeht im Eingang, dann ist er direkt präsent da. Und natürlich hat der Fanshop oben jetzt wieder mehr Platz, das heißt mehr Platz für mehr Fanartikel. Das ist ja auch so eine Sache, wo viele geschrieben haben, es gibt ja gar nichts mehr im Fanshop. Schals sind bestellt, das wurde gestern im Fanshop gesagt und natürlich alles andere, das wird dann jetzt auch im Zulauf sein. Das heißt, wenn man in der Liga aufsteigen sollte, dann wird es natürlich noch mehr geben. Aber ist natürlich klar, bis, sage ich mal, kurz vor der Winterpause, hast ja keinen so groß interessiert, was da im Fanshop gab, außer Trikot oder halt eben Schals und sonstige vielleicht Kleinigkeiten, aber so die große Anzahl, denen war das ja relativ egal. Aber jetzt, wo Alemannia wieder hip ist, wo Alemannia in ist, wo Alemannia Tabellenführer ist, wo man vielleicht aufsteigen kann in die dritte Liga, da ist natürlich Fanartikel gefragt und die müssen aber erstmal bestellt werden. Denn Alemannia kann vielleicht nichts auf Vorrat bestellen, beziehungsweise der Fanshop-Betreiber kann nichts auf Vorrat bestellen, einfach so und nachher bleibt es dann liegen. Das wird natürlich mit Erfolg zu Erfolg nicht so sein, aber geduldet euch, da wird noch genug Zeugs kommen, das man dann kaufen kann. Ich werde diesmal nicht nach Rödinghausen fahren mit dem Fanbus, das heißt, ich werde dann im Klömpchensclub gehen und werde mir das Spiel dann dort angucken, denn der Klömpchensclub macht das jetzt zum zweiten Mal nach dem letzten Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 U23, wurde ja im Klömpchensclub das Spiel gestreamt. Und es war gut besucht gewesen und so wird man das gegen Rödinghausen nochmal wiederholen. Das heißt, auch gegen Rödinghausen kann man Rudel gucken. Und wer sich bis zum Klömpchensclub schafft, der kann auch dann ins Sowieso gehen in Aachen zur Bonnstraße. Da kann man sich das auch angucken. Die bieten das auch an, dass man Rudel gucken kann. Und ich denke, ehe man zu Hause alleine guckt, dann ist man entweder im Klömpchensclub oder im Sowieso gut aufgehoben und kann das dann zusammen mit anderen gucken. Denn in der Masse jubelt es sich dann doch am besten. Oder halt eben, wenn es dann andersrum kommen sollte, dass man verliert, dann ist die Trauer mit mehreren zusammen nur noch halb so schlimm. Ich bin gespannt, vielleicht sehe ich ja einen von euch beim Klömpchens Club. Ich bin natürlich gespannt auf euren Tipp. Schreibt es unten rein, was denkt ihr, wie werden wir beim SV Rödinghausen spielen? Werden wir da den weiteren Sieg holen? Werden wir einen Punkt holen oder werden wir tatsächlich dort eine Niederlage erleben? Das natürlich nicht hoffen, aber man weiß ja nie. Ich bin aber optimistisch und sage, wir werden da 3-0 gewinnen. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Schreibt es unten rein und dann schauen wir mal, was Samstag passiert. Für alle, die nach Rödinghausen hinfahren, viel Spaß. Unterstützt die Leute, macht ordentlich Support, so wie ihr das ja immer tut. Und dann wird das schon klappen. In diesem Sinne, Adi Dato Zins. Ciao, euer Kartoffelkäfer Dirk.